Hallo und willkommen zurück zu Zelda Link to the Past. Ich muss euch leider mitteilen, dass ich nicht weiß, wie es weitergeht. Das ist dumm. Aber ich bin überzeugt davon, dass es irgendetwas mit diesem Häschen zu tun hat. Ich verwandle mich erneut in ein Häschen. Und benutze den Spiegel. Und ich hoffe, das ist in etwa mein Plan, dass ich Gebiete erschließen kann, die irgendwie anders sind in dieser Vergangenheit oder Zukunft oder was weiß ich. Ja, total. Ja, natürlich. Das hier war doch... Oh, damn, diese Gegner haben mich verwirrt. Hahaha. Ich spring runter. Lass mich verarschen. Zum Glück, hey, sei froh. Ja, und warum haben sich dann diese Felsplatten verschoben oder wie? Tschüss. Ah. So. Komische Gegner auch. Aber das wollte ich haben. Jetzt bin ich wieder runtergesprungen, aber es macht nichts. Ich glaube, anderswo geht es auch nicht weiter im Moment. Und das sieht doch sehr nach dem Tempel aus. Findet sich hier noch etwas Brauchbares, Tolles, Gutes? Blablabla. Da brauche ich dich, mein Freund. Halte das Masterschwert hoch und du wirst das Luftmedaillon bekommen. Ich habe kein Masterschwert, noch nicht. Aber hört sich gut an, Luftmedaillon. Was bringt mir das? Was kann ich damit machen? Das sieht doch mal sehr einladend aus, ja. Aber es schaut dennoch. Okay, okay, okay. Ab in den dritten Dungeon. Ich freue mich. Okay, ich kann's nicht. Ich freue mich. Metroid. Unheimlich. Ja. Na du. Ach, das sind keine Gegner, das... clever. Ich freue mich so, dass diese... Bereich so weiträumig ist und alles. Egal. Jeder Tempel beginnt schwer und unübersichtlich. Ach du Kacke. Markus, ich bin es, der daraufhältste Rassler. Ein guter Rat von mir. Was ist es, ein Telefon oder was? Meine Fresse. Schaust du in den Verliesen, in den Zauberspiegel? Kannst du zum Eingang zurückkehren? Moment, ich versuch's mal. Jetzt, wo wir noch ganz am Anfang sind. Wenigstens ist im Hafen etwas gut. Außer, dass ich... Häschen. Okay. Komisch. Irgendwie... Sehr seltsam, ja. Und das sind... Ah, dafür geht's ja runter. Scheiße. Lass mich bloß in Ruhe hier. Gib mir Leben. Gib mir Life. An dem prall ich aber ab wie Latte, hey. Und du? Was bewirkst du? Also hier nichts, scheinbar. Hier sind keine Blöcke. Rot und blau. Großer Schlüssel. Natürlich. Wie immer, sind wir doch gewohnt, Stief. Geht es denn nicht immer? Was zum Teufel? Was habe ich denn jetzt falsch anders gemacht? Ne, falsch habe ich nichts gemacht, glaube ich, aber... Irgendwie cool. Ja, aber was bewirkt das denn?
Außer dass ich. Also nix. Ne, ich fall woanders runter. Das bewirkt's. Hat doch so ein Pokémon, da gab's auch so eine Stelle, aber das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Nada, nix. Ein Schlüssel. Okay, vielleicht hätte ich das Vieh erstmal eingesperrt und mich um den Rest gekümmert, aber ich will natürlich immer alles auf einmal machen. Ist klar, aber kein Problem. Oder hat jemand ein Problem hier mit denen? Fatzkes. Na, ich krieg dich irgendwann, du. Stümper. Was das? Ich würde mich über einen Kompass sehr freuen. Das sieht natürlich uncool aus. Das geht ja. Wie cool. Okay. Moment. Da ging's doch irgendwie weiter. Immer logisch langsam vorgehen. Lacht mich ruhig aus. Aber ihr wisst, dass ich nichts weiß. Ach, der große Schlüssel war das. Entschuldigt. Der große Schlüssel, man möge mir verzeihen. Jetzt können wir mal hier ein bisschen. Da ist Feuer, da ist. Okay. Ein Wurm. Da ist eine Truhe, die wir aufgemacht haben. Da ist sonst nichts. Ich sehe keinen weiteren Gang. Hä? Zementemol. Achso, ja, ja, das wissen wir doch. Ach, hier ist eine kleine. Ah, ja, natürlich. Sag ich doch die ganze Zeit. Hier geht's nämlich weiter. Und irgendwas sagt mir, dass es nicht so einfach wird. Und warum zum Teufel? Sind die so gut gewesen? Aber meine Feen, auf die sind Verlass. Die Platten sind aber nicht ohne. Ich würde mich ja interessieren, ob die von allein weggehen. Ich hab die immer. Nein, lass mich! Mein Schild bewegt auch nichts, ey. Ihr seid doch so Arschlöcher, ey. Und die Feen gehen zur Neige. Das wird ganz schnell gehen, fürchte ich. Jetzt ist aber gut. So geht's. Wie muss ich warten, bis alle Platten raus sind, oder was? Also ich meine. Auch gut. Halleluja. Und wer kommen wir jetzt mit Herzteilen? Ja, wäre ganz schön gewesen, ne? Ich weiß, ich kann mich nicht entscheiden. So, und jetzt machen wir das natürlich taktisch und machen hier einen Wurm nach dem anderen kalt. Legendär. Weiter geht's. Gefällt mir bislang gut, dass wir nicht so viel Wege zur Auswahl haben, sondern dass wir schnurstracks hier einen Kerker nach dem anderen. Also, gefällt mir gut. So. Jetzt mache ich dich mal ein bisschen systematisch kalt. Ich tue jetzt so, als könnte ich Zelda richtig gut spielen. Kann ich aber nicht. Wie man merkt. Warum wird er nicht betäubt vom Bumerang? Der Bumerang ist doch auch noch verbessert. Scheißgeil. Wie geht's weiter? Ah, ich weiß, ich weiß. Ich habe so viel schon gelernt. Ich bin so stolz auf mich. Ja, netter. Die Steuerung, also die Karten. Zack! Das hatten wir alles schon mal, dieses Rätsel. Und ich kriege einen großen Schlüssel. Yeah! Geil. Habe ich auch mal einen Kompass oder so? Ach du Scheiße, wie viele Stockwerke sind das denn, ey? Aber mir egal. Er ist ein Turm. Klar, sag ich doch. Müsst ihr doch wissen. Hä? Aber hallo. Zack. Geht schon. Die monströsen Bodenplatten. Ich fürchte, die haben wir nicht zum letzten Mal gesehen.
Und das war dumm von mir. Kurz überlegen, wo kann ich denn jetzt hier umschalten, dass ich da lang kann? Nirgends. Das ist aber doof. Natürlich kann man zurück. Wenn man so unfähig ist wie ich. So ein Malheur. Passt jetzt gar nicht zu. Ah nein, bitte nicht, Opa! Macht euch vom Acker, lass mich in Ruhe! Hab ich nicht gesagt, wir haben sie nicht zum letzten Mal gesehen. Okay, okay, okay. Leute, Leute, warte, Stress. Aber wir machen jetzt erstmal Pause. Bis dann, ciao.